Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier heute zu Gast im Zoo Rostock und bei mir ist heute ein ganz besonderer Gast, nämlich Kerstin Hase vom Marketing vom Zoo Rostock und wir werden über das Zoofest am 18. September sprechen. Frau Hase, das Zoofest am 18. September, was wird denn da alles los sein? Also wir bieten unseren Besuchern ein abwechslungsreiches Programm von 10 bis 17 Uhr. Unsere Partner sind vor Ort wie die Ostbar mit einer riesen Hüpfburg, Nordwasser mit der Trinkwasserbar und einer riesengroßen Bastelstraße, aber auch erstmalig dabei FSN mit einer Hebebühne. Wir können also mit unseren Besuchern mal ein bisschen in luftige Höhen gehen. Nicht vergessen möchte ich den Flohmarkt vom Zooverein. Der wird wie immer traditionell am Eingang Barnsdorferring stattfinden. Wir haben aber noch buntes Programm mit den Perlen aus Großklein, Artus wird hier sein und Arne Feuerschlund wird eine tolle Kindershow bieten. Ganz toll, wie oft gibt es denn so ein Zoofest? Einmal im Jahr und deshalb freuen wir uns auch ganz besonders. Wir hoffen, dass das Wetter ein bisschen mitspielt, aber selbst bei nicht so schönem Wetter der Zoo ist jeden Tag eine Reise wert. Ja. Wie viele Besucher erwarten Sie so? Ich hoffe schon, dass wir 3.000 bis 4.000 Besucher haben, aber das wird wirklich ein bisschen vom Wetter abhängen. Auf jeden Fall freuen wir uns, mit unseren Partnern einen richtig schönen Tag zu haben. Und meine Frage ist, was sind denn noch so für Veranstaltungen im Zoo Rostock in diesem Jahr? In diesem Jahr ist ja dann gleich in der Woche drauf Tiere, Lichter und Magie. Da wird es wirklich richtig magisch. Da werden wir eine Lichterwelt haben, verschiedene Kleinkünstler, die den historischen Zooteil ab 19 Uhr in eine ganz magische Welt verwandeln. Ganz herzlichen Dank, Kerstin Hase vom Marketing vom Zoo Rostock.